Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und wir sind jetzt in der Woche 8 angekommen. Dieses Mal geht es ja ums Thema Kaffee. Los geht es mit einem braunen Fineliner dieses Mal. Das ist übrigens einer der neuen Gelstifte, die ich vom Action mir gegönnt habe. Und irgendwie von denen, die ich zu Hause hatte, passte farblich gar nichts mehr. Und dann dachte ich, okay, doch ein guter Grund, jetzt die neuen auszupacken und direkt einzuweihen. Wie man sieht, die malen super. Zumindest der braune, den ich jetzt hier habe. Ich habe wieder meine üblichen drei Kästchen aufgeteilt. Und in diese Kästchen zeichne ich mir einfache Rahmen mit dem Gelstift. Das ist jetzt die linke Seite und wir machen mit der rechten weiter. Da habe ich mir halt Hilfslinien schon gesetzt, beziehungsweise ungefähr ausgemessen, wo das ja ungefähr wäre. Und da werden wieder Rahmen reingemalt. Das Wochenende sind die Kästchen halt zur Hälfte nur. Meistens habe ich nicht viel am Wochenende einzutragen und bin eigentlich auch relativ zufrieden mit der Größe soweit. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich versuche ruhiger zu treten am Wochenende. Gerade der Sonntag ist bei mir so ein recht entspannter, chilliger Tag. Da versuche ich halt runterzukommen, die Woche ein bisschen zu verarbeiten und einfach abzuschalten. Also wenn alles gut geht, drehe ich dann ein Video für euch in der Zeit. Aber naja. Es ist halt nichts Anstrengendes. Hier habe ich meine Stempelhilfe von Nelly Snell rausgeholt und setze sie halt rein. Diesmal habe ich Gummistempel rausgekramt. Ich glaube, das war ein schwedischer Hersteller. Ich weiß jetzt den Namen nicht auswendig. Das war jetzt gerade ein bisschen flott. Ich werde das aber auf jeden Fall euch noch schreiben. Und ich habe meine Brilliance-Stempelkissen rausgekramt. Ich habe hier zwei metallisch bzw. perlmuttfarbene und einen in ja, braun. Der ist weder schimmernd noch sonst irgendwas. Der ist einfach nur, ich sag mal, langweilig einfarbig. Ich habe mit dem großen Schnörkel angefangen und mit dem hellsten Braunton, den ich hier habe. Und stempel drauf los. Ich würde sagen sogar, das ist ein Rostbraun, so von der Farbe her. Wie man sieht, habe ich jetzt das Blatt ein bisschen gekippt. Ich fand es hier in dem Fall viel einfacher, das Blatt Papier zu drehen und anzupassen, als jedes Mal den Stempel abzumontieren, weil ihr habt ja gesehen, ich habe das mit Klebeband jetzt befestigt, dass das halt naja, an einem Ort bleibt. Und da dachte ich mir, warum nicht? Dann lassen wir doch den einfach da, wo er ist. Und stempeln einfach und drehen uns das Papier zurecht. Jetzt werden die Blätter schon wieder reingesetzt. Ich montiere jetzt bestimmt einen neuen Stempel dran. Natürlich müssen wir den alten vorher sauber machen. Sind sogar zwei. Drei. Das müssen jetzt die Kleckse sein. Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich da auch ein ganzes Set mit verschiedenen Farbklecksen hatte und ich habe mir dann von der Größe her die passenden ausgesucht. Und jetzt kommt der langweilige Braunton, von dem wir vorhin gesprochen haben. Hier einfach einfärben, stempeln, wieder versetzen, das Blatt Papier drehen, so wie ich das ungefähr möchte. Bei Gummistempeln habt ihr halt den Nachteil, dass ihr nicht genau sehen könnt, wo ihr sozusagen stempelt. Ihr könnt das nur in etwa erahnen. Dafür stempeln sie meistens wirklich viel besser als Clear Stamps. Hier habe ich sogar die zweite Generation mit abgestempelt. Wieder sauber machen alles. Irgendwie hat der das Stempelkissen in Kupfer ziemlich geschmiert. Ich habe jetzt wirklich ganz schön kräftig schrubben müssen, um das abzuhaben.
Und ich meine, ich bin ja kein Ferkel, aber wenn es selbst mit dem Mikrofasertuch so schlecht weggeht, das ist schon manchmal echt ungewöhnlich. Das ist meine magnetische Unterlage von Nelly Snell. Hier habe ich das Ganze ein bisschen fixiert und hole meinen braunen Blending Brush. Hier ist Old Paper, was ich genommen habe, aber ich gehe mal davon aus, dass ich noch jede Menge Vintage-Foto mit auf dem Pinsel hatte, weil das doch recht dunkel war. Hat mich jetzt nicht gestört, deswegen habe ich weitergemacht. Aber dann habe ich den Vintage-Foto dann auch nicht mehr rausgekramt. Ich habe einen Stempel gefunden, das sind Kaffeebohnen. Und dann dachte ich mir, zum Thema Kaffee passt das eigentlich total perfekt und gibt noch so einen kleinen Überraschung oder einen schönen Highlight. Und da habe ich gedacht, das passt einfach dazu und dann wird das hier dazwischen gestempelt. Ich meine, ich mag Kaffee selber persönlich ganz gerne und deswegen habe ich so einiges an Stempeln zu diesem Thema inzwischen angesammelt. Hier ist ein Action-Stempel-Set. Hier habe ich mich für den Schriftzug entschieden. Den färben wir jetzt mit unserem langweiligen Braun ein. Und stempeln uns hier und da so ein paar Sachen. Also ich drücke mit dem Finger die Fläche, die ich ungefähr haben möchte. Und obwohl ich den nicht mal ein zweites Mal eingefärbt habe, hat es vollkommen ausgereicht, um beide Seiten so ein bisschen zu bestempeln. Das ist meine Spritzbox. Hier lege ich jetzt meine beiden Blätter rein und benutze dann den Rost Brilliance Stempelkissen mit etwas Wasser. Und sprenkel mir dann damit ein paar Kleckse. Das Ganze auf die Seite und sauber machen, trocknen lassen. Das ist ein Reststück. Ich hatte mal meine Weihnachtsstempel jetzt aussortiert und aufgeräumt. Und Sachen, die ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und das ist eine Verpackung von einem Stempelset. Und da werde ich jetzt direkt meine Wochentage drauf stempeln. Ich fand die Farbe ziemlich passend. Das ist so ein bisschen ja, auf alt, so ein bisschen vintage gehalten, ein bisschen vergilbt. Und ich fand, das passt jetzt irgendwie super zu meiner Kaffeewoche. Oh, und die ganzen Wochentage werde ich heute mal ausstanzen. Ein Stück Etikettierpapier, wenn dann das Wort nicht einfällt. Hier habe ich die 8 drauf gestempelt. Ich denke mal auch in Braun. Sieht zumindest danach aus. Und auch das wird, glaube ich, hinterher ausgestanzt. Ja, hin und wieder wundere ich mich selbst. Das ist noch gar nicht so lange her, aber ja. Das ist ein Stanzenset von Create a Smile. Da sind verschiedene große Label drauf und ich habe mir halt eine Schablone hier angefertigt und lege halt dementsprechend. Ja, ach so, genau. Der Schnörkel, die Schablone, die jetzt dabei war, war zu groß. Das war halt nicht die passende. Jetzt habe ich mir selber eine Schablone angefertigt, indem ich dann einfach aus Karteikartenreststück die Form, die ich mir ausgesucht habe, einfach einmal gekurbelt habe. Die wird jetzt als Schablone verwendet, damit ich meine Wochentage vernünftig ausstanzen kann, ohne irgendwas wegzuschneiden, damit das Ganze vernünftig positioniert ist. Fixiert wird das Ganze mit meinem lilanen Klebeband. Und dann wird jetzt halt 7-mal das Ganze gekurbelt. Wie ihr seht, klebt das auch schon wieder nicht so gut, aber es tut sein Ding und es klebt nicht so fest, dass mir das Papier reißt. Also eigentlich genau ausreichend.
Eigentlich könnte ich das auch ohne Schablone, aber mit Schablone fühle ich mich dann in solchen Fällen einfach sicherer und habe selten dann, dass mir dann irgendwas verrutscht oder irgendwas nicht mehr passt. Und so habe ich weniger Verlust, muss nicht mehr arbeiten. Wie heißt es immer so schön? Schlauer arbeiten und nicht mehr arbeiten. Jetzt nur noch der Montag und dann sind wir mit dem Bereich schon mal durch. Dann müssen wir nur noch die Woche 8 ausstanzen. Auch hier mache ich erst eine Schablone fertig, weil ich dafür auch noch keine hatte und lege die Schablone über das Wort und die Zahl und positioniere dann anschließend die Stanze, die geht quasi in die ausgestanzte Form direkt rein und man merkt, wo sie zu sitzen hat. Das erleichtert das Ausstanzen hinterher und ja, wird natürlich aufbewahrt fürs nächste Mal, weil das wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein. Die Stanzen liegen im Moment, glaube ich, auch auf meinem Tisch. Die werden sehr oft benutzt. Und da ist mein Vintage-Foto. Ich habe mich entschieden, die Kanten der ausgestanzten Formen einzufärben, um das Ganze noch ein bisschen ja, schöner zu gestalten, beziehungsweise damit sich das ein bisschen auch vom Papier abhebt. Woche 8 ist ja selbstklebend. Hier habe ich übrigens auch die Motive schon soweit ausgeschnitten aus Aquarellpapier und ich meine, ich habe das mit einem Alkavel-Ink in Braun, also ein Espresso oder irgendwie sowas, so ein dunkler Braunton auf jeden Fall gestempelt. Das habe ich außerhalb der Kamera gemacht und ich meine auch die Koloration findet diesmal nicht vor der Kamera statt, weil ich sehe, dass das Video langsam zu Ende läuft und wir sind noch gar nicht so weit. Und mit etwas Rand wird hier halt ausgeschnitten. Und wie ich immer sage, ihr dreht nicht die Schere, ihr dreht links das Papier. Das heißt, die Schere haltet ihr eigentlich ziemlich gerade und bewegt das Papier. Das erleichtert das Ausschneiden um einiges. Und Aquarellpapier lässt sich sowieso super schneiden, also kann ich nicht meckern. Hier habe ich mir dann Etikettierpapier geschnappt und einen meiner Marker, die eigentlich für Lettering gedacht sind, Brushmarker. Ich habe für die Woche die Wochentage oder die Länge der Woche aufgemalt und das Ganze mit meinem Friction in Schwarz schattiert, damit die Zahlen doch ein bisschen hervorstechen. Das habe ich früher in meinem alten Planer auch so gehalten. Und ja, da sind wir auch schon soweit fertig. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!